Und schon wieder zurück bei Conan Exiles und auf dem Rückweg gerade zu unserer Burg. Und ich werde jetzt diesem Flussweg einfach mal folgen und dann hier unten nochmal entlang gehen. Wir haben ein paar Hyänen mit dabei, die uns gerade ziemlich arg belasten. Vielleicht werde ich eine davon auch nochmal zurückwerfen. Und deswegen haben wir uns da oben diesen wundervollen Korb auf den Kopf geschnallt. Der einfach großartig aussieht. Aber ich hätte ja gesagt, der hat sich als unfassbar praktisch erwiesen, wenn man wirklich ein paar Sachen mit sich rumschleppen möchte. Vor allen Dingen, wenn man Sachen von Abenteuertouren mit nach Hause nimmt. Deswegen macht es vielleicht sogar Sinn, diesen Trägerrucksack einfach immer mitzunehmen, wenn man unterwegs ist. Und den dann, wenn man voll ist und auf dem Rückweg, einfach umzuschnallen. Dann kann man ihn gut gebrauchen. So, wir sind wieder in heimatlichen Gefilden, ich sehe es doch. In heimatlichen Gefilden. Lang ist es her, dass wir hier unten gesiedelt haben. Ach ja, war das schön hier. Und das mit dem Wetter übrigens. Ich hatte mich ja darüber beschwert, dass auf unserer Insel immer so oft... Es musste einfach sein. Ach guck mal, was ist denn da unten los? Ja, ich werde euch nicht helfen, das kannst du vergessen. Oh, was sehen meine Äuglein da? Was haben meine Äuglein da gesehen? Einen Moment mal. Ich muss hier mal gerade die Krokodilpopulation doch. Hey, komm her, Kleiner. Hey, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, komm. Ich habe. Was haben wir denn hier? Streifenhyäne. Wir haben Tüpfelhyäne und noch eine Streifenhyäne. Und wir haben jetzt auch dabei ein Krokodil. Okay, ich glaube, wir haben zwei Streifenhyänen. Dann kann ich eine Streifenhyäne vielleicht doch hier zurücklassen. Die jetzt in einem Beutel lebt. Und wir haben ein Krokodil mitgenommen. Ihr werdet sehen, warum das wichtig ist und warum ich mich gerade darüber kaputt lachen könnte. Dass wir so ein massives Glück hatten, hier noch ein Krokodil zu finden. Ist das schön. Da sind Fische. Da ist die Brücke. Die Brücke wollte man ja bei Zeiten auch nochmal näher erkunden. Führt aber tiefer in dieses Wüstenland, wo wir jetzt gerade waren. Das war jetzt eine Erkundungstour von, ich glaube, 5 Folgen insgesamt. Oder 4 Folgen. Und 4 Folgen à 30 Minuten ungefähr, ne? Das waren keine 20-Minuten-Folgen, sondern 30 Minuten. Also 2 Stunden sind wir durch das Wüstenland da oben gelaufen. Und haben ehrlich gesagt nicht viel mehr entdeckt, außer das hier. Hier oben kurz vorbei und hier lang. Und hier versteckt sich mit Sicherheit noch viel mehr. Und jetzt sind wir ja noch auf dem Rückweg. Das heißt, die im Grunde werden es dann doch 5 Folgen. Inklusive dem Rückweg zu unserer Burg. Guten Tag, guter Mann. Ja, das kann dir passieren hier in diesem Land, dass du am Feuer sitzt und dir nichts Böses denkst und plötzlich kommt von hinten jemand angerannt und rammt dir einfach das Schwert mitten in den Schädel rein. Und meistens, wenn das passiert, dann bin ich daran beteiligt. Was wollte ich sagen? Ich hatte mich über das Wetter beschwert, ne? Ich hatte ja gesagt, da drüben regnet es immer und es ist immer... Wind haucht da rum und stürmt und es ist alles so diesig und ekelhaft und hier ist es halt so wunderschön. Aber das liegt einfach daran, dass wir da hinten mit unserer Basis schon viel näher am Urwald sind und dass das Wetter da natürlich auch ein ganz anderes ist. Das heißt, da kann ich mich beschweren so viel wie ich will. Das ist einer, der explodiert. Das sehe ich an seiner roten Färbung, deswegen gehe ich an ihm vorbei. Lass mich mal in Ruhe, ne? Lass mich einfach mal in Ruhe. Hat es jetzt schon wieder? Der schreit hier? Ach, der kommt uns immer noch hinterher, oder? Naja, der kommt jetzt immer noch hinterher. Wer hat denn hier schon wieder geschrien? Was ist denn hier los? Ach, guck mal, ihr seid das da oben. They're coming? Nur ich bin coming, keine Sorge. Alles ist gut. Schmelzer 2, schade, hätte ich gerne... Oh, hier ist ja noch einer. Entschuldigung, Entschuldigung. So, Nordheimer Verbannter. Na, was hast du dabei? Nur sinnloses Zeug. Nur sinnloses Zeug. Wobei, einen Stahlbarren kann man sich gerade noch gönnen. Und ansonsten waren da unten ja auch noch 2, oder? Oder habe ich das falsch gesehen? Ja, wie gesagt, wenn wir schon mal hier auf dem Weg sind, dann können wir auch nochmal gucken, ob wir hier oben eventuell noch... Ich weiß gar nicht mehr, wo die genau waren, aber die waren irgendwo hier in dem Bereich. Irgendwo oben auf so einem Plateau saßen die rum. Ob wir da eventuell noch ein bisschen zamorianische Kleidung für unsere Dame finden. Waren das die da hinten? Kann sein, muss nicht sein. Au. Guten Tag, ich bin der reisende Händlersmann.
Haben Sie was zu verkaufen? Na, offensichtlich nicht. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo die jetzt letztlich waren. Ich muss mich da mal... Ich glaube aber, das war hier oben auf diesem Plateau. Aber da haben wir jetzt keinen gefunden. Da ist kein Tänzer gespawnt. Das heißt auch keine zamorianische Tänzerkleidung. Schade. Oder? Nee. Schade, schade. Na gut, dann machen wir uns auf den Rückweg. Wir müssen ja jetzt auch nicht zu viel Zeit hier oben verbringen. Ich guck mal hier oben rum. Oh, keine Ausdauer mehr. Ich glaube, hier geht's aber nur ins Wüstenland hin. Das hat man ja schon erkundet, ne? Hier diese ganzen Ruinen. Da war ja nichts. Das ist ja im Prinzip nur der Platz, wo man startet im Grunde. Und viel mehr war da tatsächlich nicht. Hier oben waren wir aber noch nicht, oder? Sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn er hier mit seinem Riesenschwert und dem Packsattel auf dem Rücken hier entlang rennt. Sieht so ein bisschen aus, als wäre er der ultimative Plünderer. Da liegt ein Zettel. When my father died, I knew they would be coming for me. It was only a matter of time. What I didn't expect was this. To be crucified and left to rot on the edge of a wasteland that I have never seen before. It makes sense to me that the cowardly fools that they sent to do the job would not have the courage to kill me. They are mongrels, the cast-off bloodlines of slaves and commoners, and such as they do not dare to spill royal blood. Instead, I was bound hand, foot, and mouth. And smuggled out to God's nowhere. They left me for the vultures, but I was rescued by a man. Such a man, clean-limbed and bronze-skinned. I have never seen his like in the cities of Shem. He came to me as I hung from the cross, and his icy blue stare was a challenge. Did I dare to live? Now I crouch at the edge of this wasteland, once a daughter of princes. Now a nameless exile in an unfamiliar land. The shaft of the double-bladed axe that he gave me is a comforting weight in my hands. The answer is yes. I will live. Okay, ich habe so das Gefühl, der gute Conan hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, außer da in die Wüste rauszugehen. Immer wieder zu irgendwelchen Leuten, die am Kreuz hängen, zu gehen, ihnen eine Axt zu geben in die Hand und dann wieder von dannen zu ziehen. Ist es löblich? Ich glaube, hier war die Höhle, wo wir Glas gesammelt haben, also Kristall gesammelt haben. Es ist löblich, aber was macht er denn den Rest des Tages? Oder hat er vielleicht einfach wenig zu tun und denkt sich dann eben ab und zu mal, dann gehe ich mal in die Wüste, ne? Guck ich mal, was da so los ist. Ich sollte besser darauf achten. Ich weiß es ja, ich weiß es ja. Oh, das Krokodil hat euch gerade zum Fressen gerne. Hat's euch zum Fressen gerne. So, haben wir einfach mal Tabula Rasa mit allen gemacht. Oh, hier ist noch Geld. Geld, Geld nehme ich immer gerne mit. Er hat nichts dabei, er hat auch nichts Sinnvolles dabei. Und das Krokodil lassen wir einfach mal zurück. Wir haben ja ein kleines Krokodil in unserer Obhut mittlerweile. Ja, übrigens, ich nehme die natürlich mit, die Streifenhyäne und das Krokodil auch, weil man die im Tierpfersch großziehen kann. Und er hat ja gesagt, wir wollen uns einen tierischen Begleiter holen. Das heißt, wir können jetzt schon eine Tüpfelhyäne, eine Streifenhyäne und ein Krokodil unser eigen nennen. Und die können wir dann zu Begleitern ausbilden und mitnehmen auf Abenteuerreise. Ich bin gespannt. Was ist mit dir los? Bin sehr gespannt, wie sich das dann ausbrüten wird. Und dass wir da gerade auf ein Krokodil... Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass wir überhaupt auf ein kleines Krokodil gestoßen sind. Deswegen war ich da so happy und habe das dann auch sofort mitgenommen. Weil Hyänen hatten wir ja schon kleine gesehen. Wir haben auch schon kleine Tiger gesehen. Hinten im... Die hatten wir ja tragischerweise zurückgelassen ohne ihre Eltern. Jetzt können wir für sie sorgen. Wenn wir ihre Eltern töten, nehmen wir sie einfach mit. Dann haben die auch kein Problem mehr. Oh, hallo!
Und dann würde ich das auch gerne in Angriff nehmen. Also wir können ja jetzt Madame endlich ins obere Zimmer packen und können alles da unten rausräumen, was da noch drin steht. Und dann kann ich das ganze Konstrukt nämlich einmal komplett abreißen. Und dann können wir da nämlich den Tierpferch hinstellen und da können wir dann schon das Krokodil und die Streifen- und Tüpfelhyäne ausbrüten, damit die erwachsen werden. Dann können wir aus denen nämlich unsere tierischen Begleiter machen. Können wir auch mehrere von haben. Ich würde gerne von jedem Begleiter einen mitnehmen. Also dass wir von jedem Begleiter, den wir herstellen können, einen mit dabei haben. Deswegen ist es ganz sinnvoll, wenn wir alle Jungtiere, die wir finden, auch einsammeln. So, wäre das auch erledigt. Ach, guck mal, da hinten ist ja noch jemand. Oh, das war ein explodierender. Da haben sie sich natürlich mit dem Falschen angelegt, ne? Stygische Tänzerin. Ich glaube, die hat aber keinen. Schade, die hätte ich gerne mit. Oh! Die hätte ich gerne mitgenommen, aber die hat nur den Rock. Ein Lever Rap Book. Das haben wir alles schon. Das haben wir leider alles schon. Das ist schade. Aber gut, dann ist es eben so. Das Winterer's Journal. Und wir haben jetzt noch ein Buch bekommen, aber ich denke mal, das ist auch so ein Journal. Was ist los? Ja, das ist schade. Ich hätte sie gerne mitgenommen, erstens. Oh, hier ist ja noch so ein Buch. Gott, dann haben wir ja jede Menge von diesen Samen. Stygische Tänzerin. Ich muss mir das mal markieren. Hier hat sie gespawnt. Ja, dann machen wir hier ein Ding hin und sagen, hier befindet sich eine Tänzerin. Fertig. Dass wir da auch Bescheid wissen einfach, ne? So. Jetzt wird langsam wieder dunkel und ich wäre gerne eigentlich vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause gewesen, aber das wird anscheinend nichts mehr. Schade, schade, schade. Och, ja, meine Ausdauer wieder. Ich sollte mehr darauf achten. Aber dann haben wir diese Reise auch hinter uns gebracht, ne? Ich werde mir, also wir müssen uns unbedingt vornehmen, dass wir uns eine Tänzerin suchen. Und wenn da eine Tänzerin spawnt, dann werde ich da vielleicht mal häufiger vorbeischauen. Müssen wir uns nur ein Rad, ach verdammt, ich, ja. Müssen wir uns nur ein Rad der Schmerzen eben auch auf dieser Flussseite hier etablieren. Oder wir müssen eine Brücke bauen zur anderen Flussseite. Das wäre eine Möglichkeit, damit wir eben auch die Sklavin dann konvertieren können. Wobei ich das für eine Tänzerin, ja, können wir ja mal eben eins hier bauen, sie mal eben konvertieren. Die war jetzt auch nur Stufe 1. Ich bin mir nicht sicher, ob da auch Stufe 3 oder 4 Tänzerinnen spawnen, aber ja, immerhin etwas, ne? Dann nehmen wir sie einfach mit. Hier wächst noch Aloe. Stimmt, das war ja unser Aloe-Sammelplatz hier. Dann nehmen wir sie einfach mit, stellen sie bei uns zu Hause in die Basis. Hoffentlich wird Madame nicht eifersüchtig. Das wäre dramatisch, tragisch. Ich erinnere mich gerade an diese Insel hier. Die habe ich nämlich mal im Online-Modus gespielt, also gesehen, als ich hier entlang gegangen bin. Und deswegen frage ich mich gerade, hier habe ich nämlich was erlebt, als ich hier vorbeigekommen bin und das sehe ich hier gerade nicht. Oder habe ich das da? Genau das, der Herr, der zur Insel geschwommen ist. Das muss ich jetzt gerade nochmal mitnehmen, bevor wir nach Hause rennen. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das auch mitnehmen. Da habe ich mich nämlich gerade dran erinnert. Denn damals bin ich nicht auf diese Insel geschwommen. Ich habe nämlich hier Krokodile und so weiter gesehen. Und dachte mir, ja, ich bin doch nicht verrückt. Voll vergessen. Da war ich absolut nicht bereit dafür. Aber warum ist der hier hingeschwommen? Und was ist hier? Dann muss ja hier auch irgendwo ein Anzeichen darauf sein, was er hier auf der Insel gemacht hat, ne? Jetzt ist natürlich praktisch, dass es dunkel wird. Dass wir das auch bloß nicht sehen können. Gibt es ja hier irgendwo ein kleines Lager von ihm oder zumindest ein Buch, das er hinterlassen hat? Oder warum ist er überhaupt hier rüber geschwommen? Warum gibt es eine Geistererscheinung, die uns zeigt, wie der gute Mann hier rüber schwimmt? Ich sehe hier aber ehrlich gesagt nichts. Ich sehe Blumen, keine Ausdauer mehr, das sehe ich. Aber kein Lager oder sowas. Oder ist er da hinten rüber? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil... Das ist ja eine ganz andere Siedlung. Nee, der ist ja auch hier... Nee, das kann nicht sein. Er ist ja auch in diese Richtung hier geschwommen. Das ist ja weg von der Insel wieder. Tja. Ich sehe hier nur Eier. Und ein Nest. Und ein schlafendes Riesenviech, das ich jetzt gerade echt nicht stören möchte. Denn, das soll meinetwegen dann da unten rumlungern. Aber, hier sehe ich jetzt nichts.
Nö. Also wenn hier irgendwas sein sollte und ihr wisst das vielleicht, hinterlasst mir gerne mal eine Nachricht. Oder vielleicht habe ich ja auch wieder ein Journal irgendwo am Boden übersehen. Aber ich habe jetzt alles abgesucht, aber hier finde ich nichts. Na gut. Machen wir uns wieder auf den Weg. Wollen ja nach Hause kommen langsam. Madame macht sich mittlerweile bestimmt auch schon Sorgen, wo wir dann sind und warum das so lange gedauert hat mittlerweile. Hat er gesagt, ich gehe auf Expedition, aber es jetzt schon mehrere Tage vergangen sind. Ah, da wird Madame langsam auch kibitzisch, vor allen Dingen, weil sie immer noch in der dreckigen kleinen Hütte hausen muss. Und ich das Schlafzimmer noch nicht ausgestattet habe, beziehungsweise ihr Ankleidezimmer. Und die Küche und die Bibliothek und alles mögliche andere. Das sollten wir vielleicht mal angehen, ne? Dass wir dann, also vielleicht kriegen wir da ja auch noch die letzten Erfahrungspunkte. Wobei ich vielleicht auch einfach noch ein paar Tiere töte, denn die Reptilien, die wir ja bei uns vor der Haustür haben, unten am See, die geben ja erstaunlich viele Erfahrungspunkte. Die sind auch ziemlich hart drauf, das muss man mal sagen. Ja, ja, ich weiß, Krokodil wieder irgendwo hier. Die sind auch ziemlich hart drauf, die brauchen viele, viele Schläge im Vergleich zu so einem Krokodil. Ist das schon happisch? Sind wir schon eventuell wieder, ist das schon? Ne, da hinten müssen wir hin. Dass wir eventuell da nochmal ein paar von töten. Da kommt langsam unsere Burg in den Blick. Oh Gott, sie muss sich aufbauen. Sie muss sich erst aufbauen. Oben sehen wir unseren Balkon, da unten das kleine Fensterchen für die Sklaven. Von dieser Seite sieht sie noch ein bisschen hohl aus. Also so ein bisschen, na, sie ist nicht komplett. Da muss ich noch dekomäßig irgendwas machen. Aber das kann ich auch nur fliegend machen, weil ihr seht, die Klippe schließt nahtlos an die Burgmauer an. Und da werde ich niemals im Leben raufkommen. Das ist unmöglich. Schatz, ich bin zu Hause. Normalerweise könnte sie uns jetzt sehen von hier aus, ne? Sie könnte dann sehen, wie ihr Mann durch den See schwimmt mit so einem riesen Pack auf dem Rücken. Na schade, wenn es jetzt nicht im Wasser wäre, dann würde es wahrscheinlich besser aussehen. Keine Ausdauer mehr. Ja, danke. Dam, 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 dam. Ich bin der weiße Hai. Statt einer Rückenflosse habe ich da oben einfach so einen Gepäckträger. Damit man sieht, oh, das ist ein gefährlicher Beutezieher. So, ich würde gerne hier raufkommen und ich würde gerne vielleicht nochmal an den Reptilien da unten vorbeigehen. Einfach um zu schauen, wie viele Erfahrungspunkte sie denn nun wirklich geben. Weil das, also von der Vermutung her gehe ich davon aus, dass sie eigentlich ziemlich gute Erfahrungspunktlieferanten sind. Hier liegen zwei rum. Müssen wir oben links auf die Anzeige achten. Ja, doch. Das kann man durchaus machen, ne? Also wenn man das ein paar Mal macht, wann immer die respawnen, ja, dann hat man irgendwann auch ordentlich Erfahrungspunkte gesammelt und dann sind wir vielleicht auch schon Stufe 50 und können uns die richtigen Rüstungen basteln. Und dann können wir natürlich zum Dungeon gehen und das Relikt des Abgrundes zerstören. Vielleicht werden wir auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, wenn wir die Dekoration dann oben für das Schlafzimmer und für... Guck, das sind sogar zwei. Für das Schlafzimmer machen und für... die anderen Zimmer, die wir oben haben. Den Thronsaal würde ich gerne, wirklich gerne ausdekorieren und eben oben meine Gemächer. Die Sklavengemächer würde ich jetzt tatsächlich mal außen vor lassen erstmal. Es hat ein bisschen was Gruseliges, ne? Wenn man hier hochkommt, das Gewitter zuckt im Hintergrund, da steht der Galgen. Und diese Burg wirkt dann schon ein bisschen bedrohlich, ehrlich gesagt. Ja, das würde ich mir gönnen. Das würde ich mir gönnen, hier zu wohnen bei so einem Gewitter. Jetzt hört der Regen auf. Na gut. Schatz, ich bin wieder zu Hause. Na, hast du mich vermisst? Nee, überhaupt nicht, ne? Ja, ich hab gesucht. Ich hab das Oberteil nicht gefunden. Es tut mir leid, ich hab ganze Zivilisationen ausgelöscht. Es war kein Oberteil da. Ich suche den Sklaven. Ich hab doch gesagt, ich suche ihn. So, erstmal Hyänenfell. Das kommt erstmal alles hier hin. Die besonderen Panzerungen, die würde ich gerne für alle Fälle mal aufbehalten. Das hier ziehe ich mal wieder hier an. Du bist überbelastet, das ist klar. Dann können wir nämlich die beiden Trägerpacks hier auch noch mit reinpacken. Genauso wie die Symmetra-Kleidung, die ja anscheinend auch was Besonderes ist. So, warum ich überlastet bin, das liegt eigentlich daran, dass ich diese... Wobei ich die Rüstung eigentlich auch ausziehen könnte jetzt, ne? Wir waren jetzt lange auf Expedition. Jetzt könnte ich mich mal wieder der Burg widmen, beziehungsweise grundsätzlich mal der Burg widmen. Und zwar gemeinsam mit euch. Bisher habe ich das ja immer alleine gemacht, mehr oder weniger. Zumindest den Bau und die Dekoration wollte ich ja mal gemeinsam mit euch angehen.
Dass wir einfach mal zusammen überlegen, was wohin kommt. Das könnten ein paar langweilige Folgen für euch werden. Ich werde da wahrscheinlich relativ viel vor mich hin philosophieren, was total uninteressant ist. Das kann durchaus passieren. So. Hier haben wir noch zwei von diesen Büchern. Das ist ein Stahlbarren, den kann ich eigentlich direkt hier hinpacken. Und dann würde ich sagen tatsächlich, dass diese Folge ausnahmsweise mal keine 30-Minuten-Folge wird. So, jetzt hat sich der Virenscanner hier angeschaltet und sagt mir, dass alles in Ordnung ist. So, dass diese Folge ausnahmsweise mal keine 30-Minuten-Folge wird, sondern wir vielleicht mal eine 20-Minuten-Folge, so wie es ja ursprünglich geplant war bei Conan Exiles. Hat ja super hingehauen. Dass wir daraus vielleicht mal eine 20-Minuten-Folge machen. Ramsas Tagebuch, Tagebuch des Priesters und das zerrissene Pergament. Rasmas Tagebuch. Ich packe hier mal erstmal alles so rein, ne? Weil erstmal weiß ich nicht, was ich damit soll. Genauso wie die Kugeln. Das hier bewahre ich mir auf. Das kommt irgendwo ganz besonders hin. Zack, zack und zack. Und das sortiere ich irgendwann nochmal ganz sinnvoll. Jetzt muss ich mir diese beiden Bücher hier nochmal angucken. Benutzen und das hier auch. Info. Ja, benutzen. Da haben wir einen Winterous Journal. Sehr schön. Da haben wir noch eins. Die wir eigentlich auch gerade eigentlich nicht brauchen können, aber die Samen packe ich wieder dahin, wo die anderen Samen auch sind. Hier in unsere besondere Truhe mit den besonderen Sachen. Und nur dieses Albino Demon Blood, das würde ich gerne irgendwo gesondert aufbewahren, wo es niemals wegkommen kann. Hier habe ich noch die ganzen Ausrüstungsgegenstände von den Wachen, die ich eingekleidet habe. Und mein altes Schwert. Ja, und hier noch die Reste vom Bau. Naja, ich überlege mir einen Platz dafür. Das Buch kann ich reinpacken. Und dann machen wir dieses Mal eine 20-Minuten-Folge. Ich bin so stolz auf mich, dass das jetzt auch 20 Minuten geklappt hat. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich 40 Minuten. Tut mir leid, aber bei Conan Exiles lasse ich mich immer hinreißen, nicht auf die Zeit zu achten, sondern einfach vor mich hinzuspielen. Und ich weiß, dass das dann immer sehr viel zu gucken ist für einen Tag, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Naja, nächstes Mal machen wir den Umzug von Madame, dann reißen wir das hier nieder und werden die Tiere aufziehen. Vielleicht machen wir auch den Umzug dann nächstes Mal direkt und richten erstmal nicht ein. Sondern werden uns erstmal darum kümmern, dass hier dann der Tierpferd hinkommt, damit wir unsere tierischen Begleiter mitnehmen können. Na gut, dann sage ich beim Anblick unserer Burg im strömenden Regen vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.